Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Im letzten Part haben wir weiter in der Saiyan Jin Saga gemacht, mussten gegen Son Gohan und den Osaru kämpfen und sind dann hier mitten im Kampf gegen die hier stehen geblieben. Im Training von gegen die Saiyans von Kollegen und den anderen. Hui, ich hab was gesehen. Und ich versuche so lange durchzuhalten mit Kollegen, wie ich nur kann. Hätte das nicht schon ein bisschen schräger sein können, das wäre dann richtig. Oh Gott, jetzt habe ich kurz was anderes gemacht. Ich habe glaube ich so eine 15-minütige Pause drin oder jetzt gerade. Weil ich was gefuttert habe. Oh Mann, Mann, Mann. Und nein, ich fordere dich nicht zum Reduell, weil ich das irgendwie bei Tenkaichi 2 nicht hinkriege, zu das zu schaffen auf Level 3. Ich weiß nicht, warum es ich das nicht schaffe. Es geht einfach nicht. Hier, kriegst du einen Kammer mehr auf maximaler Stufe. Oh. Denshin Han, hör auf auszuweichen. Die schöne Dunset. Ey, lass das. Hier, nein. Wisst ihr? Dann, wenn ich meine Deckung runterlasse, meint er, angreifen zu müssen, der Penner. Ja, Mann, flieg weg, Denshin Han. Krillin. Schieß mal ein bisschen den Winkel ein bisschen weiter runter, ja, damit du auch triffst. Geht das, kann ja mehr über sein, ein kleines Stück über seinen Kopf noch weg, damit es ihn nicht trifft. Au. Ich dachte, er wollte mich werfen. Kannst vergessen, Jam. Das sage ich schon. Ja, der hat schon auf einmal drei Augen. Okay, nun kommt Chaozu. Schatze! Ja, jetzt ist deine Runde. Da ist es nur rein, dass du gegen Krillin noch nicht gewonnen hattest. Selbst in dem Turnier und der... Da ist der Dragon Ball! Ich hab's gesehen. No! My Dragon Ball! Oh mein Gott! Das wird schwer. Besonders wenn ich jetzt den Dragon Ball gesehen habe. War da... Hä? Ich hab doch... What the fuck? Oh mein Goodness. Da einer versteckt? Hä? Okay, ich dachte, da wäre einer. Oh mein Gott. Oh Gott, schau, so gib mir. Jetzt. Mann, eine Fliege, du kleine Fliege hier. Aua. Schau, so gib. Auf. Tschüss. Lass mich nicht so einfach besiegen. Shit. Shit. Oh. Oh. Einfach so ein Schlag ins Gesicht. Ja, TM Time. Ja, Mann. Stürze, schau so. Bist zwar mein bester Freund, aber auch egal. Tja, schau so schlecht, ne? Schau so, du bist klein und flink. Und das stört mich an dir. Hier, tschüss. Sollte eine meiner Kombos aus. Ja, Mann! Ja, du sicher das. Das geht übrigens nur, wenn man maximale Ki hat. Komm ich da auch nochmal weg? Hier. Tschüss. Jetzt kommt der letzte. Yajirobe. Yajirobe! Kannst nichts. Bist schlecht. Hier. Nimm das. Wir wollen nicht deinen Schlüpfer sehen. Das Rote, was man eben sagt. Du kannst nicht, Yajirobe. Hör auf. Gib wieder auf. Hm, ich weiß nicht, warum da kein Dragon Ball auftaucht oder so. Ist der weggekullert? Ist der etwa runter? Hm, weil normalerweise gibt es hier ein Ort, wo es immer einen Dragon Ball gibt. Mit Yajirobe in der Luft zu... Boah, war das knapp. Aua. Characters, die nicht fliegen können, in einer Flugmap zu bekämpfen, ist schlecht.
Und hier, bleib da, wo du bist. Und finish. He's dead. Yeah, man. Fertig. Level 24 direkt. Wow. 12 Level Ups. Ich glaube, der ist jetzt überall auf Stufe 4 oder so. Ja, denke ich mal. Gleichzeitig wird so ein Gruppentraining mit Meister Kaio immer intensiver. Nein, ist immer nur dieselbe Aufnahmesession. Classic Controller! Aber, wie gesagt, Classic und ich hätte auch mit Game Controller spielen können, aber ich wollte nicht. Ich wollte Classic. Son Gokus Geist und Körper sind durch das Training stark wie nie. Meister Kaio stellt Son Goku vor eine neue Herausforderung, einen letzten Test. Hey there, Goku! I have an excellent training partner for you today. It's my lucky day. Looks like I get to finish you off a second time. I hate to spoil your fun, but I don't think we can die twice, right? You have nothing to fear. So go at it, you two! Ja, auch gerade zu Hause aber einen ganz schönen Levelschwund bekommen, ne? Du warst mal Level 102. Ah, Mathe, gerade jetzt. Ready? Komm her. Ich hab eh mehr HP als du. Puh. Der ist sofort wieder angewirkt. What the fuck? Ah. Kamehameha. Und er wird ab. Let's last the sign. Hier. Und tschüss. Lern's zu fliegen. Ja, Mann. Au. Jetzt. Haust du ab. Jetzt reicht's. Hier kriegst Kaioken ab. Tschüss. Tschüss, Raditz. Und wenn man die Kaioken selber noch aktiviert, ist das halt stärker, die Attacke. Aber so zieht sie halt 5000 ab, wie man eben sah. Ja, fliegt schön rein, Raditz. Hast du schön gemacht. Tat ja nicht weh, nein. Oh, voll gegen die Eisbocke getreten. Nein! Au. Kannst du... Knick es und der Eisblock hat ihn getötet. Level 23. Sucks. Ja, schon, warum tust du dir weh? Warum tust du dir weh? No, I can't believe it. Defeated by Kakarot. I almost can't believe it myself. I've really powered up. Yes, well done, Goku. You've improved even more than I expected. Son Goku hat Meister Kaios Test bestanden und ist bereit für die kommende Schlacht. Sein Training ist abgeschlossen und Son Goku geeilt zu seinen Freunden auf der Erde. The enemy is even stronger than we imagined. You can't afford to hold back even for a second. Thanks for everything, King Kai. If this doesn't work, I'll come see you again. Und am nächsten Tag um 11.43 Uhr tauchen die beiden bösen Saiyajins auf. Scheiße! Yamshudo tut sich immer noch weh. He's stupid. Okay, wir haben die beiden im Gepäck. Alles klar. Warum hast du das da jetzt... Wieso ist die Kamera jetzt so scheiße? Miau! Hui! Und... Jetzt wird es schwerer. Jetzt wird es schwerer. Vegeta und Nappa haben das Schlachtfeld betreten, wo die Z-Kämpfer sie bereits erwarten. Naja. Muss ich jetzt echt mit dem kämpfen? Ah, ich darf zwei auswählen, danke. Dann werde ich natürlich
Piccolo und Krillin nehmen, weil die anderen steigen keine Levels bei mir. Nein. They will never. Ey, wo bist du, Cyber, Mann? Pflanzenmänner können nichts. Das ist ärztlich bewiesen. Nicht, aber sie können nichts. Oh mein Gott. Wow, er konnte mal was. Er hat angegriffen, oh mein Gott. Ha! Vergiss es, du hast keine Chance gegen Piccolo. Riss. Oh, er ist schon tot. Aber es sind natürlich zwei. Und der zweite stirbt jetzt gleich mit. Und, ey, ich dachte und tschüss eigentlich, wollte ich eigentlich sagen, aber... No! Er hat mich gepackt! Was wollte ich einsetzen? Was sind Kaikosen? Was das denn? Ah, er verprügelt mich. Und ich... Scheiße! Gib endlich auf! Nein, nein. Au. Ich lasse mich hier von einem schwachen Gegner verprügeln. Nur weil meine Kombos nicht klappen, wie ich es will. Hier. Jetzt sagst du tschüss. Volles Fans. Warum höre ich eigentlich immer zu kommentieren? Wenn, ja, die können auch aussteigen, wenn man nicht mit ihnen kämpft. Das ist auch möglich. Dafür müsste ich ihnen aber Objekte ausrüsten. Und nein. I guess your little pet monsters weren't as strong as you thought. You're getting a bit ahead of yourself, don't you think? Scheiße, ich bin tot. Und als sie am Schuh fällt, erkennen die übrigens. Oh Scheiße, Mann. Nein. Aus Schmerz um den Tod seines Freundes explodiert Krillins Wut wie nie zuvor. No! You're gonna pay for this, you hear me? Huss! Warum hat Nappa hier eigentlich keinen Scouter? Oh oh. Oh oh. Mit Krillin alleine. Okay, das kann was werden. Besonders, dass ich diesen Kampf nicht mehr in diesem Part schaffen werde, aber auch egal. Da bist du. Okay, komm her. Boah, war das ein langsamer Angriff von Krillin. Und tschüss. Hier, Kamehameha! Könntest du bitte nicht ausweichen? Danke. Und er tut es trotzdem, ne? Ey! Hör auf auszuweichen! Und, ja! Jetzt! Hier, friss! Miau! Oh, drittes Face! Wie weit der einfach geflogen ist jetzt. Ey, das ist nicht fair. Du packst mich nicht hier. Ich werd euch alle umbringen. Jetzt habe ich die einen Keybalken verbaut. Lass es und verschwinden. Ich hasse das. Es wird schwer gegen vier Leute zu kämpfen. Das auf jeden Fall. Das sieht man ja. Ja, ne? Und tschüss. Ja. Kamehame. Lern fliegen. Oh nein. Der kam zweimal selber auf mich an. Spam. Ja. Hier. Du spreizt Energiestrahl, auch wenn es dich richtig trifft. Ein Ball trifft irgendwie immer bei mir. Hier, du spreizt Energiestrahl nochmal. Ja, super, das hat mir jetzt gar nicht getroffen. Nein, warum habe ich die Abwehr aufgelöst?
Oh, ich muss gerade werden. Bis zum nächsten Mal.